Willkommen beim Ö3 Austria der Pforti Studio. Hallo auch Herr Martin. Hallo auch Herr Gustav. Wie ihr gerade richtig seht, stehen wir neben der Ö3 Kaffeemaschine und feiern mit einer Tasse Espresso. Espresso. Nein, das ist keine. Das, da oben, schau, da auf der Maschine, das sind die kleinen. Das ist das, wo nichts reinpasst. Das genau. Ist ja, das verstehe ich ja nach wie vor nicht. So stark kann der Kaffee gar nicht sein. Die Leute, die hier im Sender sitzen um 6 Uhr in der Früh, entweder sind die nicht müde oder. Weißt du, die lassen das viermal durch den Filter laufen. Das ist dann Kaffeeöl. Ja, aber schau, das geht sich das da überhaupt aus? Ja, man kann schauen, wenn man da. Also ich nehme immer einen doppelten dann. So. Und der kann, das geht sich wirklich, es ist ein Nervenkitzel, man denkt, Nerven zu zerfetzende Spannung, wird es sich ausgehen oder nicht. Aber. Es geht sich aus. Wir feiern nämlich mit einer Tasse Espresso den neuen Stieg von, jetzt habe ich es verkehrt, Daniel Schumacher. Mach nochmal deine Grimasse von vorher. Ich habe zuerst gemeint, ja. Wenn ihr mal da schaut, aber wenn ihr hier auch schaut, die Lippen da, also ungefähr so ausschaut. Ich meine, ich bin ja da eh ein bisschen besser bestückt, was die Lippe ich. Das ist, oder? Das ist Maßarbeit. Ich muss sagen, das ist absolut top. Und wie kriegst du da jetzt Milch rein? Na, irgendwer hat den Knopf verstellt, das war früher immer nur halb dann. Aber okay. Auf jeden Fall ist Daniel Schumacher von 0 auf Platz 1 eingestiegen. Schade für Lady Gaga. Der Rekord ist sich nicht ausgegangen, dank eines deutschen Castingshow-Siegers. Nimm das mal jetzt raus, ohne dass du ausschüttest. Ja, ich nehme das schon aus. So. Na, nicht schlecht. So, der Herr Martin nimmt sich eine Taste für echte Männer. Ja, auf jeden Fall das die neue Nummer. Hören wir noch kurz, oder? Ja. Also das ist der neue Track von Daniel Schumacher. Und mit T-R-A-T, nicht mit D. Nicht mit David Orr. Wenn jemanden von euch eine gewisse Ähnlichkeit zu anderen diversen Songs vorkommt, dann kann er bitte gerne mailen an top40@oe3.at. Hier. Unter den besten Einsendungen verlose ich eine Packung Ö3 Buntstifte. Und Mannerschnitten. Ja, ja. Super, super Idee. So, während Herr Martin da bei dir, glaube ich, geht es sich aus in dem Häferl. Zucker oder kann ich sehen? Zucker natürlich. Ja. Das war's. Bis nächste Woche. Wiederschauen.